2000 Filmen drauf. Hallo lieber Radfuchs, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze hier und kann nicht mehr. Wir sind hier seit Tagen am Buddeln. Aber wir wollen uns nicht beklagen. Wir wollen uns nicht beklagen. Denn es wird nicht schlecht. Wir haben bereits bestimmt 12, 13 Kubikmeter Mutterboden hier in unsere Südkante eingearbeitet. Und das könnt ihr euch jetzt mal angucken. Viel Spaß. Ich habe immer das Gefühl, ich fühle mich ja immer so, ne? Da ist die Kamera da vorne, du bist 20 Meter weg. Findest du nicht, das ist immer zu weit weg, dass ich zu klein bin auf dem Bild? Alles gut, jetzt bist du. Ich höre mich gleich selbst. Ja, ich erzähle nichts mehr. Also wir haben jetzt hier Schicht für Schicht Mutterboden aufgetragen, immer wieder gewalzt. Eine Schicht, so na, maximal so 3, 4, 5 cm. Dann wieder gewalzt, die nächste Schicht wieder gewalzt, damit der Boden eben nicht später im Laufe der nächsten Jahre hier zu weit wegsackt. Er wird ein ganz bisschen wegsacken, aber wir werden ja auch wieder Sand drüber streuen. Und wir wollen natürlich, dass das möglichst gleich eine ebene Fläche, eine ganz ebene Fläche wird. Da ziehe ich jetzt hier zum Schluss mit so einem breiten Richtscheit die Fläche ab. Und ja, und dann können wir bald die Pflanzmatte hier rauflegen. Wir müssen warten, bis die Frostphasen vorbei sind. Wir haben jede Nacht seit Tagen Frost. Morgens alles überfroren und da müssen wir jetzt warten, bis diese Frostphase endlich vorbei ist. Und dann können wir hier die Matte drauflegen. Solange lassen wir das jetzt hier so liegen. Vielleicht ziehen wir es noch mal ein bisschen ab und streuen noch mal eine ganz kleine Schicht drüber, damit es, falls es noch ein bisschen abgesackt ist in den nächsten Tagen, dann noch mal wieder ein bisschen glatter wird. Und dann warten wir. Ja, wir hätten nicht gedacht, dass hier so viel Mutterboden reingeht. 18 Kubikmeter habe ich bestellt und ich habe schon wieder Angst, dass es nicht reicht. Es ist echt der Wahnsinn. Es sieht gar nicht so tief aus. Es ist gar nicht so viel, aber es ist halt doch eine relativ große Fläche. Und wir verdichten natürlich sehr stark den Boden. Viele haben schon gesagt, ob das denn so gut ist. Ich finde es wichtig, dass der Boden halt nicht wegsackt. Und das ist Mutterboden, der ist sowieso vom Prinzip nicht verdichtungsfähig. Von daher meine ich, geht das. Das muss ja auch mit schweren Maschinen, deswegen bin ich mit dem Kubota hier gerade am Hin und Her gefahren. Kann ich gleich nochmal machen. Um zu schauen, wie die Maschine, diese schwere Maschine einsinkt. Das darf eben nicht passieren. Natürlich wird oben die Grasnarbe durch die Rasentragschicht noch ein bisschen stabiler werden als der reine Mutterboden. Aber es soll halt nicht wegsacken, damit es eben wirklich top eben bleibt. Die Fläche, die alte Rasenfläche ist nicht ganz eben. Wir werden so einige Wellen und Hügel da reinkriegen. Das machen wir jetzt nicht mehr raus. Das ist viel zu viel Arbeit. Und dann werden wir mal schauen, dass wir später das mit Sand noch so ein bisschen nivellieren können. Ja, so sieht das aus hier beim Rasenfreak. Echt. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das so findet. Also ich bin immer wieder erschlagen, wie aufwendig so ein bisschen Rasengestaltung ist. Es ist Wahnsinn. Schön verteilen. Ich finde ja diese Hake für diese Tätigkeit sensationell. Ich kann die euch mal unten verlinken. Habe ich auch keine Kooperation mit der Firma. Das ist echt eine tolle Hake. Die hat hier, völlig besandet, die hat hier so einen schönen geraden Abzieher. Kann man das schön abziehen.
Die hat unglaublich stabile Zinken. Unglaublich stabil. Wahnsinn, das ist von der Firma Joost, meine ich. Aber ich will euch jetzt mal verlinken. Die ist für solche Aktionen super. Also es macht so einen Spaß, damit diesen Mutterboden zu verteilen und zu nivellieren. So, guck mal hier, schön. Schicht für Schicht. Kann man hier schön abziehen. Zack. Wunderbar. Also hier ist unfassbar, wie viel. Also der Mist muss natürlich raus. So. Guck. Zack. Und die Walze. Blöde Abstreifer klemmen. Oh. Das hätte ich auch schon mal besser gemacht. Warum der jetzt so vibriert, möchte ich mal wissen. Jetzt muss man das noch ein bisschen wieder aufhaken. Ganz leicht. Ganz leicht wieder aufhaken. So. Ganz leicht wieder aufhaken. Jetzt kann man das nicht nivellieren. Die oberste Schicht. So, hier sind wir ein Abzieher. Ja, wird abgezogen. So, schön hier. Ganz smooth. Schön. Aber das Top eben. Top eben. Das kann man hier ein bisschen so wie hier machen. Hier. So. Und dann sehen wir es. Dann ist gut. Jetzt kommt noch die Matte drauf. Dann wird die festgetackert. Ich kann ja gleich mal zeigen, die Matten. Ich meine, das Paket habe ich schon. Aber es muss erst der Frost aufhören. So, guck hier. Das ist die Priest. Ich bin echt gespannt. Das sind diese Matten. Und das ist so ein Wollvlies. Und da sieht man schon, da sind die Samenkörner eingewoben. Bin mal echt gespannt. Und so wird das geliefert. Das ist hier Sport- und Spielrasen von Wollrasen Easy Green. Nicht aussehen aus Rollen. Und ich habe mir die Mischung Sport und Spielrasen geholt. Die hat wieder eine super Zusammensetzung. Lolium perenne 25%, Festuca rupra, also jetzt zweimal Lolium perenne, also 40% Lolium, 45% Festuca rupra und 15% Poa pratensis. Mega cool. Und die Wolle zersetzt sich im Boden, gibt Stickstoff, gibt Nährstoffe ab. Das machen wir natürlich, sobald es hier nicht mehr Frost gibt. Ja, und dann wird da nach hoffentlich 4 bis 6 Wochen ein toller Rasen draus entstehen. Also, mal ganz was Neues.
So. Wahnsinn. Die ganze Südkante noch runter. Und irgendwann ist es ganz eben und angehoben. Deswegen werde ich noch ein bisschen mit dem Kubota hier auf der Fläche hin und her fahren. Gerade in den Randbereichen. Da war ja der Graben für diese Kunststofffolie. Und dass wir noch ein bisschen mehr Last da drauf kriegen. Ein bisschen stärker nochmal Druck, damit die Fläche hier gerade am Rand überhaupt nicht absackt. Hier fehlt noch was. Oh, Sonne. Herrlich. Sonne. Ja, lieber Radfix, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr Lust habt. Tschüss. Ja,